Herzlich willkommen zu Brisant an diesem Mittwoch. Liebe Zuschauer, wieder mal denkbar schlechte Nachrichten für VW. Bei dem Konzern läuft bereits eine Rückrufaktion von Erdgasautos. Tja, verrostete Gastanks könnten explodieren. Erst kürzlich flog so ein Gastank eines VW Touran an einer Erdgaszapfsäule in die Luft. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt. Was ist denn in Bremen eigentlich los? Über dem kleinsten Bundesland scheint der Pleitegeier zu kreisen. Ein riesiger Schuldenberg drückt und das bekommen die Bremer jetzt auch immer deutlicher zu spüren. Kitaplätze fehlen, die Schule fällt oft aus, Polizei und Feuerwehr stöhnen wegen Überstunden. Und auch die Ämter funktionieren nicht mehr wie gewohnt. Wie starb Kadettin Jenny Bücken auf der Gorch-Fock? Vor 8 Jahren stürzte die damals 18-Jährige vom Deck des Segelschulschiffs. 11 Tage später fand man dann ihre Leiche in der Nordsee. Ja, für die Bundeswehr ist der Fall erledigt. Doch für ihre Eltern gibt es bis heute eine Reihe von Ungereimtheiten. Und deshalb ziehen sie ein weiteres Mal vor Gericht. Er hier sieht eigentlich so harmlos aus, oder? Gilt aber als einer der größten Waldschädlinge weltweit. Der asiatische Laubholz-Bockkäfer, so heißt er. Durch seinen unspezifischen Fraß, der sowohl Obst als auch Laubbäume umfasst, stellt der Käfer ein ziemlich großes Problem für das deutsche Ökosystem dar. Und ein Dorf in Baden-Württemberg ist wegen diesem Käfer im absoluten Ausnahmezustand. Unser nächstes Thema dürfte so einige Rentner aufregen, die lange gearbeitet und viel in die Rentenkasse eingezahlt haben. Denn es gibt auch Menschen, liebe Zuschauer, die nach nur wenigen Jahren eine Sofortrente bekommen, ohne dass sie dafür in die Kasse einzahlen mussten. Wahlbeamte zum Beispiel. Die Tätigkeit als hauptamtlicher Bürgermeister oder Baudezernent genügt. Und schon ist die Pension sicher. Und außerdem auch noch sehr, sehr üppig. Und heute Abend gibt es mehr zu diesem Thema bei Plus Minus um 21.45 Uhr hier bei uns im Ersten natürlich. Die Wolken, sie werden immer dunkler über der einzigen Lichtgestalt Franz Beckenbauer. Denn ein neuer Skandal rund um die WM 2006 setzt den Kaiser wieder mal unter Druck. Und das vermisst Beckenbauer so ziemlich alles, sogar seinen Geburtstag am vergangenen Sonntag. Denn zu feiern ist ihm wirklich nicht gerade zumute gewesen. Nicht nur, weil er im Krankenhaus lag nach seiner Herz-OP, sondern weil ein neuer Skandal Franz Beckenbauer jetzt auch immer mehr ins Wanken bringt. Und da gab es noch ein Pussy. Jetzt gibt's Eis mit Sylvie Mais. Und nein, die Moderatorin wirbt nicht für eine Eiscreme. Sie begibt sich darauf. Bei Holiday on Ice hat die 38-Jährige ja schon öfter mal mitgewirkt. Und jetzt auch bei der neuen Show. Und da muss man sich natürlich dementsprechend vorbereiten. Mit Abendrobe und natürlich mit den passenden Schuhen. Gut, dass Sylvie da einen professionellen Berater an ihrer Seite hat. Und jetzt zu den Paralympics in Rio, liebe Zuschauer. Und da freuen wir uns vor allem für diese Dame hier. Franziska Liebhardt hat die 6. Goldmedaille für Deutschland geholt. Im Kugelstoßen erreichte sie zudem auch noch Weltrekord. Und damit hätten wohl die Ärzte am wenigsten gerechnet. Denn Franziska Liebhardt ist krank. Sie leidet an einer unheilbaren Autoimmunerkrankung, hat eine Spenderlunge und auch eine Spenderniere. Wir haben des Öfteren über die 34-Jährige berichtet. Doch das alles hält sie nicht davon ab, ihre Träume zu leben. Sie ist wahrscheinlich die coolste First Lady, die es jemals gab. Und eine, die den Hüftschwung so richtig gut beherrscht. Das zeigte Michelle Obama bereits im vergangenen Jahr in der Show von Ellen DeGeneres. So wie hier hat sie damals zu Bruno Mars abgehottet. Eine Frau, die echt Spaß versteht und zudem auch noch schlagfertig ist. Singen kann Michelle Obama übrigens auch. Das bewies sie vor kurzem bei Comedian James Corden bei der legendären Carpool-Karaoke. Ja, und jetzt war sie wieder in der Ellen DeGeneres Show. Nena hat einen, Lisa Fitz und Tilda Swinton auch. Die Damen haben alle Männer, die jünger sind als sie. Teilweise 10 Jahre und mehr. Na und? Machen ja auch viele Männer, werden Sie vielleicht sagen. Das stimmt auch, aber bei Frauen, da ziehen einige Menschen ab und zu dann doch mal die Augenbraue hoch, wenn es um einen wesentlich jüngeren Partner geht. Doch wie heißt es so schön? Liebe kennt eben kein Alter. Diesen Mann hier, liebe Zuschauer, kennen Sie bestimmt aus diversen Monty Python-Filmen oder aus Streifen wie Ein Fisch namens Wanda. Der britische Schauspieler John Cleese. Er hat uns diesen speziellen britischen Humor ein bisschen näher gebracht. Und das muss doch geehrt werden, oder? In Berlin wurde der 76-Jährige jetzt mit der Goldenen Rose auch ausgezeichnet. Und das war's schon von uns. Ihnen jetzt noch einen ganz wundervollen Abend. Machen Sie's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.